Ich hoffe, es geht los. Jawohl, es geht los, liebe Leute. Da sind wir auch wieder. Nach unserem Tod und haufenweise hin und her rennen, habe ich leider einen Schuss verbraucht, den ich nicht mehr wiederkriege. Und das war auch schon der Schuss. Und Mann, du haust gerade ab. Mal ich wollte dich ja gerade ganz gemütlich in Clearview nochmal um und gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas finden können. Gehen wir da rein? Ja, klar. Kannst du mir irgendwie auf der Höhe so ein bisschen... Ich glaube, dich nicht durch. Schauen wir mal, ob hier sich irgendwas Schönes finden lässt. Schleichen wir mal durch. Dass mein Crossbow nur einen Schuss hatte. Und ich ihn leider durch raus und rein tappen, weil mich die ständig die Konfi anruft, verloren habe. Sieht ja. Man das schon im Chat? Was? Hat was geschrieben? Nee, gar nicht. Pass auf, oh, Zombie! Hau ihn um! Keine Taschenlampe oder sowas? Doch, aber ich hab gerade Pistole ausgepackt. Ach so. So. Stirb! Nein, Stirbschlampe, arrr. Fiorratenkatze. So, jetzt habe ich mein Ding ausgepackt wieder. Oh, also. Luder. Da liegt was. Psst. Zombie. Mach die Taschenlampe aus. Ja, die ist doch aus. Sieht man uns. Eine Maske und Bandagen. Yeah. Nein, die rockt immer auf. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Mich auch, ich dachte, er ist Schläfer. Schokolade, die nehme ich auch mal auf hier. Das ist meins. Gierige Else schlägt wieder zu. Benzinkanister. Ich glaube, die werden später auf jeden Fall noch benutzbar. Richtig. Weil es soll ja später auch Autos mit Benzin geben, jawohl. Richtig. Aber sie sind auch selten. Das kann ich jetzt schon sagen. Natürlich. Autos gibt es jetzt sowieso noch nicht, aber später. Aber Einzelteile halt das ganze Zeug. Später. Lass uns mal gegenüber, da vorne, schräg rüber, da ist ein Haus, da kann man rein. Genau. Der also Mann hat schon wieder einen Frauensound. Wir müssen echt die Sound-Sachen überarbeiten. Alle klingen nach Frauen. Ja, das wird sehr rassistisch. Das ist wie bei Doghouse hier, falls ihr den Film kennt, diese Zombie-Frauen-Armee. Das ist ja. Total der geile Film, ohne Witz. Besten Finger. Das war so cool. Du hast da was im Gesicht. Ach, schöner Film. Einfach nur ein schöner Film. Ich hoffe, ihr habt eine Waffe. Na, wir haben ein Flashlight und eine leere Munition. Eine leere Waffe. Eine leere Munition, ja. Eine leere Munition, genau. Wo seid ihr? Nein, ich hab... Ja, da kann man rein, wa? Ja. Wo seid ihr? Irgendwo in so einem Haus. Ich bin rot und hab einen Anglerhut auf. Ich bin beim Supermarkt auf dem Auto. Ich bräuchte da mal eure Hilfe. Wo ist denn der Supermarkt hier? Da ist, wo sind wir jetzt? Ach, in Clearview. Wir gegenüber von der Tankstelle. Ich bin so ein Idiot. Du machst das schon. Ja, ich hab's. Wenn der Geld droppt, darfst du es behalten. Ich geh so lange ins Haus und loote mal das Haus so lang. Oh, hier liegt was. Eine Flare. Die werde ich gleich mal schmeißen. Nee, Rucks, damit du weißt, wo wir sind. Oh. Da schießt jemand. Das bin ich. Oh. Alter. Alter. Sag das vorher. Ist das ein Zombie oder was? Ja. Nee, Rucks. Ich werfe eine Flare und du weißt noch, wo wir sind. Und zwar hier. Warte, ich bin gerade im Supermarkt, schreibe gerade einen Laden leer. Ich glaube nicht, dass er sie sieht. Ich habe auch gerade eben die Verkäuferin abgeknallt. Wir sind im Supermarkt. Mein Sprinten wechselt sich immer die Ansicht, egal ob ich was in der Hand habe oder nicht. Ja, das ist irgendwie noch ein bisschen buggy. Schnerft ein bisschen, solltest du auf eine andere Taste legen vielleicht. Du hast eine Flare geworfen. Ja, die sieht man aber nicht mehr, die schon wieder aus. Nee, die ist noch an. Ach so, aber man sieht sie nicht. Ja, die sind eh jetzt auf Mauer. Weg zum Supermarkt, nicht? Mal ein bisschen shoppen gehen. Was soll ich einkaufen gehen, Luna? Ich bring dir mal einen Freund mit. Ah nee, das ist gar nicht der Supermarkt, das ist hier... Aber hier liegt was. Painkillers? Wir sind gerade in einer lecker Ham. Flashlight und Water. Du alte Sau! Hör mal auf hier mit deiner Innereien rumzuspielen. Steh ich nicht so drauf. Du hässliche! Dein Gesicht ist schon zertrümmert, ich zertrümmer's noch mehr! Komm her, du! Potsau! Na, ich seh dein Flashlight. Bist du das? Denk? Ja, das bin ich. Na, oh, mach das, du blendest! Na! Ich seh auch deine Taschenlampe. Gut. Dann kommen wir jetzt raus. Hüpf! Und bei euch ist ein Gegner. Was? Mit einem Gewehr. Was, wie, wo? Wieso kann ich denen jetzt eigentlich nicht trauen, Nerox? Du forschst uns doch jetzt wieder. Wo ist denn der? Da drüben, Supermarkt. Da ist er ja.
Glaub, die ganze Straße ist voller Zombies, siehst du das? Ja, und da ist einer auf... Ach, da drüben steht er doch. Du stehst auf dem Wagen, stimmt's? Ja. Ja. Okay, es war er. Hier ist noch ein Supermarkt. Wir kommen zu dir. Ich hoffe, die da drüben sieht uns nicht. Ne, sieht sie uns auch nicht, Gott sei Dank. Die ist mit Dreckfressen beschäftigt. So. So. Oh. Sie hat uns gehört, glaube ich. Ja, sie kommt. Mm. Mach das mal weg. Voll hell hier, Mann. Ekliges Licht, ey. The Note liegt hier. Don't think we can hold much longer. Bla bla bla. Okay. Alter Schwede. Wie hell diese Knicklichter sind. Boah, das ist ja. Aber die Lichtwaffen und alles, das ist ziemlich realistisch. Das ist ziemlich cool, ja. Obwohl Knicklichter so hell eigentlich nicht sind. Ja, aber ich meine jetzt von. Boah, ist das. Beleuchtung an sich sieht extrem gut aus, ja. Ja, das meine ich ja. Also die Schatten für Spielereien und so, das ist definitiv sehr schön. Guck mal, mein Schatten an der Wand. Whee! Komm mit. Das blendet auch richtig, das Zeug, ey. Da liegt noch was. Eine ganze Menge sogar. MTV Forest. Was habe ich denn jetzt? Hä? Was ist denn das? Ah, ich habe eine Schutzweste. Ach, hör auf. Ich habe eine Schutzweste gefunden. Kleiner Glückspilz, du. Der Garschmaschke. Ja, ist definitiv nicht schlecht. Guck mal hier hinter, ob hier noch was liegt. Nee, oh. Nerox, ey. Ich bin gerade erschrocken. Aber wie das blendet. Oh! Das hab ich gemeint. Old Sweden, ey. Die sind richtig eklig teilweise. Wenn man jetzt von hinten leuchtet, sieht's ja geil aus. Aber von vorne ist das schon ganz schön belastend. Ja, deswegen ja. So, ich würde sagen, wir verziehen uns dann lieber mal irgendwie. Hier ist nichts mehr. Ja. Und gehen dann einfach ins nächstgelegene Camp oder so. Denn mein Part ist auch schon voll. Aber ihr hattet wenigstens mal eine Nachtaufnahme. War ja versprochen. Nacktaufnahme ja, von Luna. Ihr habt auch schon eine Nacktaufnahme, jawohl. Nackt. Hier, nackt, ich sehe mich an. Ich habe mich nur rot und blau geprügelt. Ja, ja, ja. Wenn ich ein Arschloch wäre, würde ich jetzt safe killen. Ja, hör auf, ey. Dreht sich schon was? Um. Das ist Luna. Ich bin der in Rot mit dem Anglerhut. Ich weiß. Ich ziehe auch auf Dave. Lalalalalalala, ihr macht das schon, ihr macht das schon. Ja, nicht abhauen hier. Ey, meine Sachen. Nein, ich will auch was haben. Leute, ich habe keine Munition mehr. Viel Spaß damit. No free backpack slots. Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Und da kommt trotzdem noch einer. Oh! Prügel! Und da kommt nur noch einer. Immer reinspaziert, war will, hat noch nicht. Wei. Ey, ich hab mich getroffen! Scheiße! Ei, Entschuldigung. Da kommt noch einer. Die wollen anhaben. Ist das ein Bordell oder was ist das hier los hier? Ja, guck mal, da liegt doch schon Blut. Oh, alles voll geregelt. Dave hat seine Tage. Dave hat die Regel. In der Regel hat er die Regel. Ich würde sagen, ich logge mich hier aus und am nächsten Tag logge ich mich hier wieder ein. So. Wir bekommen aber erstmal noch Besuch. Ja, ja, macht das schon. Innergesicht. Wenn ich auf ihn schießen könnte, würde ich es machen, aber scheiße ist. Du Polizist, ich mag dich nicht. Du verstehst gegen das Gesetz. Stirb. 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 Stirb doch mal endlich! So. Die Zombies sind trotzdem noch so leicht. Also, ich würde sagen, wir loggen uns hier aus und morgen dann wieder hier ein oder so. Also, auf ein baldiges Wiedersehen, liebe Leute. Das war's erstmal von Warz. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski!